Ja, grüß euch. Ich bin jetzt Zeit für einen Ausflug. Inhalte von dem Video sind die alte Dame, Homepage, Webshop und was noch. Das Soundexperiment ist jetzt neben allem am Ende von dem Ganzen mal ablaufen lassen. Mehr dazu nach dem Vorspann. Ja, jetzt habe ich die alte Dame doch schon 3 Jahre. Da die Plastikteile jetzt ganz schön mitgenommen und dann war es einmal Zeit, auch vom Design ein bisschen was Neues zu machen. Also haben wir so Plastikteile von dem Italiener bestellt. Der baut die für die Teneré. Aber aus dem Kunststoff wieder die Enduro-Plastik. Also ein bisschen robuster das Ganze. Sollte dann auch länger hin. Und das probiere ich jetzt einfach mal aus. Und zu dem Ganzen hat es glücklicherweise auch das Schnitzmuster dazugegeben. Und ja, dann habe ich da gleich mal eine Grafik rauslassen und jetzt schaut sie halt so grau-rot aus. Ja, was habe ich noch geändert? Ja, genau, ein Tacho da habe ich die Armatur ein bisschen angepasst. Der Tacho ist jetzt ein bisschen weiter nach links versetzt und neben dran ist das Handy. Bin mal gespannt, wie damit zurechtkommen. Beim Navigieren am Handy kann ich mir vorstellen, dass es problematisch ist, weil es schon ungewohnt ist, so einen steilen Winkel. Andererseits, wenn ich im Sitzen fahre, habe ich einen wirklich guten Blick drauf und das sollte schon funktionieren. Dann ist mir Weihnachten schon immer so im Kopf rumgegeistert. Eigentlich könnt ihr eine Homepage bauen. Gell? Ich könnte jetzt so einen PayPal-Button machen, dann kann ich die Leute auch mehr Geld überweisen, wenn ihr der Film gefallen hat. Und ich stecke das Geld dann wieder in den Tank rein. Aber das Märzblatt, betteln mag ich nicht. Und aus dem Grund habe ich jetzt einen Shop gemacht. Ja, in dem Shop gibt es T-Shirts mit lauter schlauen Sprüchen drauf. Und unter anderem auch so der Grafik. Also, das war so der erste Versuch. Mal bin mal gespannt, ob es so kommt. Der Vorteil bei dem ganzen Shop ist, ihr kriegt ein T-Shirt und mir bleibt ein bisschen Geld über, um Benzin zum kaufen oder raufen, was man halt so braucht. Gell? Von daher gesehen ist es eine Win-Win-Situation für alle. Und ja, da habe ich mich gefreut, wenn euch die T-Shirts gefallen und der oder andere sie uns kauft. Und dann sind meine Reisen ein bisschen finanziert und ihr habt ein bisschen was zum Anziehen. Und kommt jetzt so geschlampert daher. Gell? Ja, also wie gesagt, alte Dame hat ein neues Gewand. Es gibt virtuell gibt's eine Homepage und einen Shop. Und jetzt sollte ich eigentlich die 5 Minuten voll haben. Und dann kommt jetzt gleich mal so eine Werbung, die mir halt auch ein bisschen Geld zuschustert. Und wenn ich das gut time, dann darf ich jetzt das Soundexperiment starten. Die Werbung müsste eigentlich jetzt schon durch sein. Und jetzt starten wir einfach mit dem Soundexperiment. Und das, da habe ich mir Folgendes gedacht. Es gibt halt Musik, die passt zum Film einfach viel besser als wir den Sound, den ich mir bei Artlist runterladen kann. Ich möchte es nicht schlecht reden, aber es gibt einfach so Klassiker. Und wenn man den Sound unter Beutel legt oder unter dem Film, dann hat das eine ganz andere Atmosphäre. Und ja, und das probiere ich jetzt. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, wenn ich mir jetzt da so einen Sound aus meiner Lieblingsliste runterlade und in den Film einbaue, dann habe ich halt Probleme mit GEMA und Nutzungsrechte und das geht halt alles nicht. Ja, und um das Ganze zu umgehen, verlinke ich euch unten in der Description, also bei der Beschreibung, oder ich kann es ja da oben nicht tun, gell? Link drücken, Browserfenster öffnet sich, hier Pause. Browserfenster wechseln, Sound starten, zurückkommen und dann auf meinen Kanal wieder auf Play drücken. Und dann läuft es so, wie man das vorstellt, dann, oder je nachdem, wie schnell das funktioniert, braucht vielleicht ein, zwei Anläufe. Der Sound zu dem Clip, den ich da geschnitten habe. Das sind Aufnahmen aus den letzten 3 Jahren, aber eben, wie gesagt, mit einem Sound, der mir halt richtig taugt und ja, bin mal gespannt, wie es ankommt. Ja, wer Lust hat, probiert es aus. Ihr könnt es den Film mal anschauen, aber ich lege keine Tonspur drunter, also ist einfach ein Stummfilm. Die meisten werden da aussteigen und damit freuen über Feedback. Ja, ich bin schon auf eure Reaktionen gespannt. Prost, jetzt viel Spaß beim Anschauen.
Ja, das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und für euren Einsatz mit diesem Browserfenster-Wahnsinn. Aber ja, ich hoffe, meine Erwartungen erfüllt zu haben und ich werde ein Feedback rauskriegen, ob es euch gefallen hat. So, und jetzt starten wir die Motoren und dann geht's nach Marokko. Bis zum nächsten Mal. Für euch. Zigarette.